Servus Witcher-Freunde, in diesem Video will ich euch zwei Sachen zeigen. Einmal, wo man die ganzen Zutaten herbekommt von der weißen Möwe oder vom Zwergenschnaps. Und dann als zweites will ich euch zeigen, wo ihr die ganzen Zutaten herbekommt für Rebis, Ether und was es noch gibt. Man braucht die Sachen ja, um wirklich Rüstungen herzustellen und Schwerter. Und man will es ja nicht ewig suchen, die ganzen Sachen, weil das ist dann eben extrem zeitaufwendig. Man bekommt es eigentlich relativ selten hier, die Zutaten von der weißen Möwe. Und ich zeige euch, wo man das Ganze kurz kaufen kann. Es ist wirklich relativ billig und man kann dann eben gleich seine ganzen Schwerter und Rüstungen schmieden und muss nicht ewig warten. Fangen wir gleich an. Ich befinde mich hier in Novigrad am Südtor und wir laufen dann gleich zusammen kurz in die Stadt rein. Das ist nämlich am einfachsten zu zeigen, statt wenn ich mitten in der Stadt drin stehe, wo genau halt die Location ist. Wir müssen als allererstes über die Brücke drüber, durch den Torbogen durch und dann uns links halten an den Wachen vorbei und dann sehen wir schon geradeaus vor uns einen Priester, am Priester rechts vorbei und dann eigentlich nur noch die Straße geradeaus entlang laufen und auf der linken Seite ist dann die Location und dort können wir uns dann die Zutaten kaufen. Wenn wir uns jetzt nach links drehen, sehen wir hier schon das kleine Haus, den Pub oder die Taverne. Und hier müssen wir einfach rechts reinlaufen und dann sehen wir hier diese Schankwirtin und die verkauft uns dann die ganzen Zutaten. Hallo. Was hat der Und hier seht ihr jetzt, dass die Frau die ganzen Zutaten für den Zwergenschnaps und für die weiße Möwe hat. Wenn ihr alle gekauft habt, müsst ihr einfach komplett wieder rausgehen, wieder reingehen und dann hat sie alle Zutaten neu. Das könnt ihr hier die ganze Zeit machen. Und ich zeige euch jetzt noch gleich auf der Karte, wo ich mich befinde. Hier seht ihr, ich habe jetzt hier die weiße Möwe, kann ich einmal herstellen, den Zwergenschnaps noch nicht, weil da fehlt nämlich ein Teil noch oder eine Zutat. Hier unten seht ihr eins von zwei. Wie gesagt, einfach neu reingehen und kaufen und ich zeige euch jetzt, wo das Ganze auf der Karte ist. Hier seht ihr dann nochmal kurz, wo ich mich gerade befinde an diesem Pub in der Stadt. Ich finde es ja aber nicht ganz übersichtlich, deswegen bin ich hier vom Südtor einmal rübergelaufen und jetzt zeige ich euch die ganzen Zutaten für Vitrol, Ether, Rebis und die anderen. Ich befinde mich jetzt hier schon an der richtigen Location in Weißgarten. Hier kann man alle Zutaten kaufen für Rebis zum Beispiel oder Ether. Und ich zeige euch aber auf der Karte noch zwei weitere und schaue mal kurz auf der Karte, wo ich mich genau befinde. Wie gesagt, ich befinde mich hier in Weißgarten an der Sägemühle. Nochmal hier zur Übersicht, hier drüben rechts geht die Hauptstory weiter oder sie fängt an mit Wesemir im Pub. In Velen gibt es ebenfalls diese Händler, es gibt da mehrere. Ich kann euch da einen jetzt einfach mal kurz zeigen. Hier über Ochsenfort, der wird momentan nicht angezeigt, nur wenn ihr da seid, ist ebenfalls der gleiche Händler. Ihr könnt die gleichen Sachen kaufen. Und einmal in Skellinge gibt es ebenfalls diesen Händler, der hat aber noch andere Sachen im Sortiment, ziemlich viele Öle. Und hier müsst ihr aber erst eine Mission abschließen, dass ihr bei ihm einkaufen könnt. Wie gesagt, wir müssen hier einfach nur die Frau ansprechen und dann können wir uns das ganze Sortiment holen, was sie im Angebot hat. Sie hat nicht gerade wenig, sie hat nämlich richtig viele, seht ihr jetzt hier gerade, jede Pflanze bestimmt über 10 Mal. Und hier kann man halt die ganzen Sachen dazu kaufen, was einem noch fehlt und die sind jetzt auch nicht allzu teuer. Sie kosten im Schnitt 10 oder 20 Gold maximal. Und so kann man sich halt die ganzen Rebis und andere Sachen herstellen. Ihr seht es jetzt gerade, ich habe hier alles voll in Hülle und Fülle zusammengekauft. Ich kann das Teil richtig oft herstellen. Ich hoffe, das Video war hilfreich, hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin weg. Ciao, haut rein.